sombra no para estar para rellenarme. Ya yo no, la noche dije, tenía claro que el azulito. Y se acabó. Es gibt arme Leute, die kämpfen hier. Schweizer Leute, die sind arm und bekommen ganz wenig, haben Schwierigkeiten zu leben. Ich kann vergleichen, ist fast gleich für mich, wenn wir sind dort arme und bekommen 100 Franken im Monat und es reicht nicht. Und hier ein Schweizer auch bekommen 1000 Franken und es reicht nicht. Wo ist der Unterschied? Es gibt nicht so viel Unterschied. Leiden auch so viel wie wir in Kuba. Mein Paradies ist noch dort. Ich kämpfe hier so weit wie ich kann. Ich werde immer kämpfen bis das Ende von das Leben. Aber mein Paradies ist in Kuba noch. Mein Name ist Sira, ich heiße Sira Bisset Navarro, Bisset von Afrika, Navarro von Spanien, so gemischt, so schön, und komme von Santiago de Cuba, ja, Santiago de Cuba, ganz drinnen im Land. Und bin hier gekommen seit 12 Jahren und ich bin Modedesignerin, ich mache nicht Mode. Ich verstehe dieses Wort nicht, Mode. Es heißt etwas, aber für mich, ich mache Geschmack. Ich mache Tradition. Das ist für mich so wichtig. Nicht Sachen lassen zu sterben. Es gibt so viele schöne Sachen, die gestorben sind, besonders wegen schlechten Kopf, die haben Menschen heutzutage. Ganz schlechte Kopf. Machen viele kaputt, auch in Mode, nicht nur die Medioambiente, nicht nur Umwelt. In Mode, in alle Richtungen, Menschen machen kaputt. Dann ich möchte nach oben wieder bringen, geboren, diese gestorbenen Sachen von Mode. Geschmack, fein und personalisiert die Frauen, arme Frauen schön personalisieren. Das ist meine Ziel. Für alles das machen, ein Stück für alles, wie Brot, ein kleines Stück von Brot für jeden Menschen. Das ist ein bisschen eine Art zu sagen. Algo tendrá. Wie schön, oder?